Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es ums Thema Stampin' Up! Demonstrator werden und ich mache da ja jedes Jahr dazu ein Video und erzähle euch immer so ein bisschen die Neuigkeiten, die euch in der Celebration-Zeit, also zwischen Januar und März, erwarten, wenn ihr überlegt, Stampin' Up! Demonstrator zu werden. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, könnten wir es ja ein bisschen anders machen. Der Plan ist, dass ich dazu zwei Videos mache. Und ihr könnt mir unter diesem Video Kommentare hinterlassen, also eure Fragen zum Thema Stampin' Up! Demonstrator werden. Und in einem weiteren Video werde ich das dann beantworten. Wenn es jetzt ganz wenig Kommentare werden, dann werde ich die Kommentare direkt unter dem Video beantworten und kein Video dazu aufnehmen. Wenn es jetzt aber mehr sind, dann nehme ich da nochmal ein Video auf. Und es kommt dann ungefähr so Ende des Jahres circa auf euch zu. Und wichtig ist da aber, ich habe ja schon mehrere Videos zu diesem Thema gemacht. Und das verlinke ich euch jetzt mal in dieser Ecke. Ich bin mir heute ziemlich sicher, dass es diese Ecke ist. Also falls nicht, dann ist es diese Ecke, aber ich weiß immer nie, wo das ist, okay. Aber in dieser Ecke verlinke ich euch ein Video, in dem ich schon ganz, ganz viel zu diesem Thema erkläre. Also ganz viele Fragen und Antworten schon aufgenommen habe in dem Video. Und da ist zum Beispiel auch schrittweise erklärt, wie man sich anmeldet bei Stampin' Up!, also wie die einzelnen Punkte sind und was man da so machen muss. Das habe ich euch ausgedruckt und dann direkt gezeigt, dass ihr wisst, wie die Klicks, welche Klicks ihr da machen müsst, wenn ihr euch anmeldet. Und mir wäre es wichtig, dass ihr euch das Video vielleicht anschaut, wenn ihr Fragen habt. Und wenn da die Frage nicht beantwortet ist, dann schreibt sie bitte unter dieses Video in die Kommentare. Ich versuche also dann nur diese neuen Fragen quasi zu beantworten. Genau. Aber ich erzähle euch natürlich heute im Video trotzdem, was es Neues gibt für 2020 in der Celebration-Zeit und fange jetzt aber noch ein bisschen von vorne an. Also die Celebration ist eine Zeit im Jahr von Stampin' Up!, das ist immer von Januar bis März, in der man besondere Angebote bekommt. Die bekommt man als Kunde, da gibt es ein zusätzliches Heft, das zeige ich euch jetzt mal. Also dieses Heft ist die Celebration-Broschüre für 2020. Und wenn man zu einem bestimmten Bestellwert was bestellt, also entweder für 60 Euro oder für 120 Euro, dann darf man sich aus der Broschüre immer was zusätzlich aussuchen. Staffelt sich natürlich, wenn man jetzt für 60 Euro was bestellt, kann man sich einen Teil aussuchen. Manche Sachen sind erst ab 120 Euro Bestellwert, aber wenn man jetzt für 180 zum Beispiel bestellt, kann man sich eben entweder drei Teile für 60 Euro aussuchen, diese drei Prämien, oder eine Prämie für 120 und eine für 60 Euro. Und so staffelt sich das natürlich nach oben. Und ist immer ein super Angebot und ist also alle für alle Kunden toll. Und natürlich ist es eben auch der Zeitraum, in dem es immer ein tolles Einsteigerangebot gibt. Und zwar, wenn ihr überlegt, Stampin' Up! Demonstrator zu werden, dann ist das meistens die beste Zeit zum Einsteigen. Es gibt eigentlich immer noch eine zweite, also oder die letzten Jahre gab es jetzt immer noch eine zweite coole Einsteigeraktion. Die war immer so im Juli, Juni, Juli in dem Zeitraum, ich glaube im Juli. Und da gab es auch immer ganz tolle Angebote. Wenn ihr unterm Jahr einsteigt, das könnt ihr natürlich auch machen, dann bekommt ihr auch schon ein gutes Angebot. Aber wie gesagt, zur Celebration-Zeit oder zu so einer besonderen Einsteigerzeit, zu so einem besonderen Angebot, rentiert sich immer noch ein bisschen mehr. Und ich habe das damals auch so gemacht. Ich bin auch in der Celebration-Zeit eingestiegen, damals im Januar. Und genau, ich möchte euch jetzt einfach erklären, was ihr da jetzt noch zusätzlich bekommt. Was ihr immer bekommt, also um den Bogen zu spannen, was ihr immer bekommt, ist auf jeden Fall das Starterpaket. Und das Starterpaket ist ein Paket, das ihr euch komplett selber zusammenstellen könnt mit Produkten, die euch gefallen. Also ihr könnt da alles reinnehmen, was ihr möchtet. Kleber, Papier, Schere, Stanzformen, egal was. Oder auch Stempel, also was euch eben gefällt, könnt ihr euch da zusammenstellen. Und zwar im Wert von bis zu 175 Euro. Und dafür müsst ihr aber nur 129 Euro bezahlen. Also dieses Starterpaket, das gibt es immer. Und dann gibt es auch immer dazu ein Geschäftsmaterialpaket. Das stellt Stampin' Up! Euch zusammen. Das sind dann zum Beispiel Bestellscheine drin oder so Einladungskarten für eure ersten Workshops, wenn ihr das machen wollt. Und Kataloge sind da auf jeden Fall auch schon mal drin, damit ihr die weitergeben könnt. Und dieses Geschäftsmaterial, das ist auch immer dabei. Und außerdem ist es immer versandkostenfrei. Also euer Starterpaket ist immer versandkostenfrei. Und das ist so, dieses Angebot bekommt ihr immer, egal wann ihr einsteigt. Und wenn ihr jetzt zur Celebration-Zeit einsteigt, also zwischen Januar und März im Jahr,
ist es jetzt 2020 so, dass ihr da noch zusätzlich was Tolles bekommt. Und das sage ich euch jetzt mal schnell. Also, ihr bekommt einmal eine Designerpapierauswahl von lauter tollen Designerpapieren. Und jetzt zeige ich euch mal die Papiere, die ihr da bekommt. Und zwar sind es aktuelle Papiere aus dem neuen Mini-Katalog und aus der Celebration-Broschüre. Also auch in der Celebration-Broschüre kann man sich Papier aussuchen dieses Jahr. Und das ist quasi ein kompletter Mustermix aus allen beiden Katalogen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Die sind wirklich schön und ihr habt von jedem Design 4 Seiten. Und ich zeige euch jetzt immer die Vorder- und Rückseite. Ich habe die mir schon ein bisschen sortiert, also ich habe jetzt nicht alle hier liegen, sondern eben nur den Teil, dass ich euch immer beide Seiten zeigen kann. Und das gehe ich jetzt einfach so mit euch mal durch. Also, das ist schon mal aus den Mohnblüten. Das ist eben die Vorderseite und die Rückseite ist hier so, ein bisschen so Aquarelltechnik ist das. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, das Papier, finde ich. Das ist aus der Tropenreihe, da freue ich mich auch sehr drüber. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Hat auf der Rückseite einen ganz neutralen Hintergrund. Ist zum Beispiel auch toll für Männerkarten. Für alle, die gerne Ananas essen, ist das die nächste Seite. Und auf der Rückseite von diesem Ananaspapier sind die wunderschönen Blüten. Da gibt es auch ein Stempelset dazu. Ich zeige euch das alles in meiner Vororder. Und da habe ich mir eben auch die Blüten dazu bestellt und die Stanzformen. Das ist wirklich eine ganz tolle Reihe. Bin ich total begeistert von der. Und jetzt kommt was für Mädels. Wir haben hier Schuhe. Schuhe sind immer gut, oder? Ein Designerpapier auf Minzmakrone mit Schuhen. Auf der Rückseite sind dann natürlich passend die Taschen dazu. Finde ich ganz witzig, kann man ganz tolle Mädelskarten machen. Und jetzt kommen wir zu dem Papier, das man eben in der Celebration aussuchen kann. Das ist sehr schön aquarell gemalt mit Blüten. Das ist einmal die Vorderseite und die Rückseite dazu. Und da kommt nochmal eins, das ist auch aus der gleichen Reihe. Das finde ich auch total schön. Ich mag so neutrale Papiere sehr, sehr gern. Und das ist eben die Rückseite dazu. Wieder mit den Seerosen. Auch da zeige ich euch, was man da dazu aus der Celebration sich aussuchen kann in meiner Vororder. Und hier haben wir wieder diese wunderschönen Mondblüten. Also das ist auch mein absoluter Favorite aus dem neuen Katalog. Ihr seht es natürlich vorne drauf schon, die komplette Reihe. Und das habe ich mir auch bestellt und das ist wirklich das... Ich finde, das ist das Allerschönste im ganzen Katalog. Und da gibt es wieder die Rückseite dazu. Also auch total schön. Und ich finde es insgesamt eine total tolle Idee, dass man da jetzt diesen Designerpapiermix hat, weil das einfach, finde ich, gerade am Anfang ist es so eine bunte Mischung aus schönen Papieren. Die sind auch sehr süß, die Luftballone. Und kann man super gleich mal loslegen mit Karten basteln und hat gleich mal vom ganzen Katalog was dabei. Das ist jetzt das Golfpapier, ist jetzt gut geeignet vielleicht für Männerkarten. Auf der Rückseite, wie gesagt, diese Karos. Ich könnte jetzt mit dem Golf nicht so viel anfangen, aber die Karos auf der Rückseite sind selbstverständlich perfekt für Männerkarten. Und hier haben wir noch was aus den, da waren vorher die Ballone, glaube ich, auch aus diesem Set. So ganz süße kleine, für Kinder ist das super. Auf der Rückseite ist es wieder sehr neutral mit Muster, von dem her kann man das auch für jeden Anlass verwenden. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz schönes blumiges Motiv. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist aus der Reihe mit den Schuhen. Mit der Mädelsreihe, da wird es passen. Und hier noch ganz zart. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Papier. Und wie gesagt, ihr habt davon 48 Blätter, alle in 6x6 Inch, also 15,2x15,2 cm groß. Und habt hier einen kompletten Mustermix, den ihr einfach mal so zum Starterpaket dazu bekommt. Und was ihr noch dazu bekommt, und das finde ich auch total süß, ist ein Mini-Papierschneider. Das ist so ein kleiner Hebelschneider. Den bekommt ihr auch gratis dazu. Ich bin ja total froh, dass wir den auch bestellen konnten als Demo. Nicht nur die, wo einsteigen, bekommen den. Ihr bekommt den natürlich gratis, wir haben dafür bezahlen müssen. Aber er ist total süß. Also, ich habe ihn auch schon ausprobiert. Er schneidet wirklich gut. Ich habe jetzt hier einfach mal das Stück. Ihr kriegt natürlich gar nicht so von der Größe hier, muss ich mal ausmessen, ich denke mal, dass es 6 Inch sind. Ja, also 15,5 cm kriegt man da ungefähr rein. Hier ist mein Papier, ja, 14,5 ist es jetzt. Und dann könnt ihr das einfach, ihr könnt euch das hier dann so anziehen, dann könnt ihr hier schöne kleine Streifen schneiden zum Beispiel. Dafür ist es einfach perfekt, wenn man was aufgestempelt hat und die Rückseite, also wenn der Streifen vielleicht zu lang ist und dann... hat man hier einfach dieses kleine Mini-Teil am Platz, nimmt nicht viel Platz weg und schneidet da gut. Ich muss mich aber so an dieses Teil hier gewöhnen, das ist recht locker.
Aber das muss, glaube ich, so sein, dass man hier die Blätter unterkriegt. Dann drückt man das an und dann schneidet man. Und ich finde den echt total süß. Also klein, aber fein. Und gerade für so kleine Sachen ist der super, wenn der am Platz liegt, dann kann man den gleich verwenden. Und gerade für so kurze Sachen zum Abschneiden, wo bei mir immer schief wird, das ist da einfach perfekt. Ich freue mich voll, dass ich den auch bekommen habe. Und das Papier, muss ich echt sagen, finde ich wirklich wunderschön. Weil es ist vor allem so eine schöne Mischung aus allem und für jeden was dabei. Und auch wenn einem die Vorderseite vielleicht nicht so gefällt, dann gefällt einem auf jeden Fall die Rückseite. Und finde ich ganz, ganz cool. Finde ich echt eine richtig tolle Sache dieses Mal im Starterpaket. Und was auch total super ist, ihr könnt euch zusätzlich noch, also den bekommt ihr dazu, das Papier. Und dann könnt ihr euch zusätzlich noch ein Stempelset, egal welches Stempelset, also Stempelset eurer Wahl, könnt ihr euch da aussuchen, kostenlos gratis dazu. Ihr könnt also das teuerste Stempelset nehmen, das ihr findet und könnt euch das dazu aussuchen. Also das ist eigentlich schon mal ein super Angebot. Wir haben den Papierschneider, das Papier, das Stempelset, das ihr euch aussuchen könnt und dann natürlich das Starterpaket, wo eure ganzen Wunschprodukte rein können, versandkostenfrei und Geschäftsmaterial. Also wirklich ein ganz cooles Angebot und es rentiert sich da schon immer ganz cool einzusteigen bei Stampin' Up. Wenn das spannend für euch ist, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen und überlegen, es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Und es geht eben von Januar bis März, also ihr müsst euch nicht sofort entscheiden oder so. Oder vielleicht hat es ja der eine oder andere schon im Kopf und überlegt doch. Also dann überlegt euch das einfach in Ruhe, das muss schon durchdacht sein auch, glaube ich. Manche sind da auch ganz spontan, aber also ja. Vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, ist das eben ein ganz guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Und wenn ihr da Fragen dazu habt und die in diesem anderen Video nicht beantwortet werden, dann könnt ihr mir die einfach unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail, natürlich geht das auch, und stellt da eure Fragen. Die E-Mail könnt ihr schreiben an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Und ihr könnt auf jeden Fall auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Die verlinke ich euch jetzt auch hier oder hier oben im Video. Und da könnt ihr nochmal nachschauen, da habe ich auch ganz viele Fragen und Antworten dazu aufgeschrieben. Also wirklich nochmal durchlesen und da findet ihr nochmal ganz, ganz viele Informationen. Dann wollte ich heute noch im Video sagen, dass sich meine Willkommensbox ändert. Also ich habe euch ja immer eine kleine Willkommensbegrüßungsbox gemacht. Das bleibt auch dabei, aber die Box, in der ich das Ganze verschicke, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, weil ihr die nämlich weiterverwenden könnt. Ich mache jetzt mal die Geschenke raus. Und die Box, das ist eben so eine Klarsichtbox jetzt, die könnt ihr weiterverwenden und könnt dann da Karten verschenken, ganz toll. Also ihr könnt ihr die Deko wegmachen oder dran lassen und könnt dann eure gebastelten Karten da reintun und dann zum Beispiel schön verschicken oder verschenken. Nur als Idee und Anregung, was ihr mit der Box dann noch machen könnt, wenn ihr euer Geschenk da rausgenommen habt. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, dieses Design von der Box, das kann sich immer wieder ändern. Auch die Karten, die ich da reinmache, die sind immer vom Design immer wieder ein bisschen anders, weil ich halt neues Papier habe oder mein ganzes älteres Designerpapier kann ich da auch schön verbasteln. Da kommen immer nur ganz tolle Sachen raus. Und ja, deswegen also die Box ist. Wollte ich eben nur kurz sagen, dass sich das ein bisschen ändert von der Box, die da außenrum ist. Genau. Ansonsten wollte ich euch noch ein kleines bisschen zu unserem Team erzählen. Also mein Team ist die Bastelwerkstattbande und das sind wundervolle Mädels, die da drin sind. Und ich freue mich total, dass ich so ein tolles Team habe. Wir sind jetzt schon 27 Mädels, mit mir zusammen 28. Und wir sind also, ich glaube, eine ganz coole Truppe. Und so deutschlandweit verteilt und sogar ein Teammitglied ist in Österreich. Und ich freue mich natürlich immer über Zuwachs von unserer Gruppe. Aber ich möchte euch wirklich sagen, geht zu dem Demonstrator, der euch sympathisch ist und wo ihr ein gutes Gefühl habt, wo ihr aufgehoben seid, gut, wo ihr findet, ihr seid da gut aufgehoben, wo ihr immer Fragen stellen könnt und wo es einfach für euch passt. Und genau, ihr müsst auch ein bisschen drauf schauen, was ist euch wichtig. Also soll der Demonstrator in eurer Nähe sein oder soll der Demonstrator, ist es euch egal, wo der Demonstrator ist? Also man kann ja über E-Mail und Telefon oder so auf jeden Fall in Kontakt sein. Bei uns ist es auch so, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben und das ist auch ganz super, weil da auch wenn Fragen auftauchen, schnell mal jemand anders antwortet. Also wenn ich das nicht gleich lese, sondern jemand anders schneller ist, dann antwortet der vielleicht. Und so ist die Community da auch ganz gut oder die Gemeinschaft, dass da auch mal jemand anderes antwortet und weiterhilft. Oder ja, also das finde ich ganz gut in unserer Gruppe. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man so einen kleinen Austauschpunkt hat. Das freut mich richtig, dass sich ja eben auch so eine Gemeinschaft gebildet hat und dass es so ein richtig schönes Team ist.
Also danke an meine Mädels. Aber es steigt ja jeder auch für sich ein. Also der eine Teil möchte einfach nur für sich selber bestellen. Der nächste Teil sagt, ich möchte vielleicht auch Workshops machen oder ich möchte auch Videos machen bei YouTube oder ich möchte irgendwie anderweitig irgendwelche Kundensachen bekommen. Also ich möchte auch für Kunden bestellen oder... Und je nachdem, wie ihr das eben machen wollt, könnt ihr da einfach euch da frei ausleben. Also ihr müsst es nicht vorher entscheiden, dass ihr sagt, oh, ich möchte für Kunden bestellen, sondern das kann sich auch nach und nach erst ergeben und man kann am Anfang für sich selber bestellen oder für ein paar Freunde noch dazu und dann später dann mehr machen oder so. Also das ist euch komplett frei überlassen, da schreibt es dann auch nichts vor. Und von dem her ist es eigentlich ganz super und kann es jeder so nutzen, wie er das möchte. Ich kann euch auch noch so ein bisschen vom letzten Jahr erzählen, also was wir so im Team so gemacht haben. Wir hatten ein Teamtreffen, das war also eigentlich ein Sommerfest. Das Wetter war leider nicht so gut, dann war es eher drinnen. Aber das ist so eigentlich mein Plan auch für das nächste Jahr, dass ich wieder ein Teamtreffen mache, wo jeder gerne kommen kann. Das ist natürlich, weil wir weit verteilt sind, auch schwierig für manche vielleicht da hinzukommen, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass man sich da mal trifft. Dann kann man sich natürlich auch im Onstage treffen. Und was auch ganz schön ist, also im Team hat sich da jetzt auch eine Freundschaft gebildet von zwei Mädels, die sich jetzt auch getroffen haben und die mich dann auch besucht haben. Das war total nett. Und die haben sich einfach über die WhatsApp-Gruppe so, ist das entstanden. Also da, das fand ich total toll, weil das eben auch so verbindet irgendwie. Also man hat natürlich gleich was, über das man quatschen kann. Alle sind irgendwie gleich bastelverrückt, das muss man schon mal zugeben. Aber ja, also das ist auch einfach ganz schön, dass sich da eben auch Freundschaften im Team bilden und dass das einfach irgendwie eine schöne Gemeinschaft ist. Genau. Und ja, genau, also wie gesagt, das wollte ich so beibehalten, dass man auf jeden Fall ein Teamtreffen hat. Dadurch, dass mein Team eben sehr weit verteilt ist, ist es jetzt nicht so, dass ich regelmäßig Teamtreffen mache. Also andere Demonstratoren machen vielleicht sogar einmal im Monat oder alle 2 Monate oder so ein Teamtreffen. Das ist jetzt bei mir weniger so, weil wir eben sehr weit verteilt sind und deswegen möchte ich das gerne so beibehalten, dass wir uns einmal im Jahr als Teamtreffen treffen. Dann können wir uns beim Onstage natürlich treffen und wir haben auf jeden Fall Kontakt über E-Mail, über WhatsApp. Wir haben eine Geburtstagsliste im Team, das heißt, die Teammädels, die da Lust drauf haben, können sich auch gegenseitig Geburtstagskarten schicken. Von mir kriegt sowieso jeder eine Geburtstagskarte, das ist ja klar. Und auch hin und wieder, genau, sind wir so in Kontakt. Und ja, dann haben wir natürlich noch den Teamgeist. Also das sind die Videos, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, wo ich die Ideen von meinen Teammädels zeige. Wir haben jetzt das Mitte des Jahres, ich glaube im August angefangen, 2019 jetzt. Und es geht jetzt auf jeden Fall noch in Januar, glaube ich, und Februar rein. Oder Februar, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange die Termine sind. Wir schauen jetzt dann einfach, ob das weitergeht oder ob wir da mal eine Pause machen und später nochmal machen. Also ich versuche da schon ein bisschen so auch, ja, natürlich die Rückmeldungen von meinem Team mit einfließen zu lassen. Wollt ihr das weitermachen oder nicht? Und genau, so von dem her ist da, kann man sich auf jeden Fall austauschen in der Gruppe. Ja, und ich glaube, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Wenn ihr also Fragen habt zum Thema Stand-Up-Demonstrator werden, könnt ihr mir unter diesem Video euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben und dann versuche ich das entweder, je nachdem wie viele Kommentare es wären, das habe ich am Anfang schon gesagt, wenn es jetzt nur ein paar Kommentare sind, dann beantworte ich die einfach direkt unter dem Video. Das ist dann auch für andere gut, dass sie das sehen können. Und wenn es jetzt ganz viele Fragen werden, je nachdem, also ganz viele neue Fragen, die ich jetzt in dem anderen Video noch nicht beantwortet habe, dann nehme ich euch dazu nochmal ein Video auf mit Frage-Antwort. Genau, also wenn ihr Lust habt, in unser Team zu kommen, in die Bastelwerkstatt-Bande, dann freuen wir uns natürlich über Zuwachs und ich kann es euch eigentlich auch verlinken. Ihr könnt dann hier oben draufklicken, da kommt ihr auf meine Webseite mit den ganzen Fragen und Antworten und könnt euch da natürlich dann auch anmelden, wenn ihr zur Bastelwerkstatt-Bande dazugehören möchtet. Und ich würde mich natürlich freuen. Okay, das war's jetzt von mir für heute. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich bin gespannt, was da alles auf mich zukommt und wie viel es wird. Ich muss da ein bisschen an die Weihnachtswichtelaktion denken, die hat mich komplett überhäuft. Aber ja, mal schauen. Also, ich hoffe, ich werde dem Herr. Genau, ich bin jetzt gespannt auf eure Fragen und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video. Oder also, das kommt nicht als nächstes das Video, sondern das kommt dann gegen Ende des Jahres. Oder wir sehen uns eben ganz normal bei den nächsten Bastelvideos. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!